Hallo Welt, da sind wir wieder und wir stehen hier an unserer Anzugswerkbank. Die gucken wir uns jetzt mal an, bevor es losgeht. Da wollte ich schon lange mal reingucken, es hat nur nicht geklappt in letzter Zeit. Space Trucker Helm haben wir und da ist ein Standard-Skin drauf. Ja, ansonsten haben wir noch keine Mods drauf, keine Mod ist installiert. Wir müssen Helm-Mods, ja doch, wir haben Helm-Mods. Hier fehlt Kosmetikum und Wolfram. Ja, okay. Sieht das jetzt bei allen Teilen so aus, dass wir Wolfram dafür brauchen? Oder, ja, wisst ihr was? Da müssen wir erstmal Titan. Ja, da müssen wir unser Lager erstmal, irgendwie läuft das mit unserem Lager doch nicht so. Positronenbatterie. Uff. Wir brauchen ein extra Lager dann für... Wir brauchen echt für jedes Teil ein extra Lager. Kosmetikum, dachte ich mir schon. Aber Kosmetikum müssen wir ja irgendwo auch herkriegen und produzieren. Polytextil, dachte ich mir auch, dass wir das... irgendwie für die Anzugherstellung oder so, dass wir das hier brauchen an der... naja, Werkbank hier. Anzugs... Anzugwerkbank. Klebstoff, das gleiche Polymer, ja ganz klar. Kosmetikum, Fasern... ja, hat ja keinen Sinn, wenn wir jetzt sowieso nichts machen können. Aber doch, Sinn macht das schon, weil wir können uns das ja wenigstens mal angucken, was man da so alles braucht. Positronenbatterie. Aber... es macht jetzt nicht so gerade so viel Spaß. Das könnten wir machen, oder? Nee. Außerdem müssen wir Anzugsmods ja auch noch lernen dann. Hm. Schwerkraftverbundstoff, Taschen. Okay, das wäre vielleicht gut. Anzugsmod 2. Und Skin. Gar keine Zauberei. Ah ja. Constellation Skin ist drauf. Den lassen wir auch drauf. Dichtmittel, Polymer. Polymer. Ja, Dichtmittel haben wir hier, genau. Aluminium haben wir auch hier. Blei sollten wir auch uns drum kümmern, dass das reinkommt demnächst. Und reaktives Messgerät. Die Dinger, ja. Also wenn ich das richtig sehe, brauchen wir irgendwann mal einen Außenposten extra für die Anzugsherstellung, ja? Dann können wir Anzüge verkaufen. Ich denke mal, dass es irgendwann so laufen wird wie in Fallout 4. Da haben wir irgendwie rausgefunden, wie wir an viel Wasser rankommen und dann haben wir eben den Wasserhandel. Der boomte bei uns. Wir haben richtig viele Kronkorken durch Wasserhandel da gemacht. Aufbereitetes Wasser. Schwerelosdraht, Schwerelosaufhängung. Ja, da sieht man es schon. Das gehört alles draußen in diese Container rein. Aber wie viele Container wir dann brauchen? Und wir kommen oben an die oberen ja nie dran. Ja, da muss es... irgendeine Lösung muss es dafür noch geben. Das hier könnten wir installieren. Ach, kein Boostpack. Ja, danke. Und den schönen Constellation Skin haben wir drauf. Okay. Na gut, das war ein kurzer Ausflug. Haben wir das untere vergessen jetzt? Nee, ne? Nee, Rucksack. War da der Helm noch drunter? Ach, der Rucksack von der Highschool, wo wir jetzt einmal dabei sind. Skin. Extra Kapazität ist drauf. Gefahrenschutz könnten wir drauf machen.
Sauerstoffreserve könnten wir drauf machen. Plus 10 Sauerstoffkapazität. Aber ich finde diese extra Kapazität gar nicht so schlecht. Er erhöht die Tragekapazität um 10. Dafür bräuchten wir einen Rucksackmod schon Stufe 2, müssten wir da lernen. Ich würde gerne den Rucksack mal umbenennen. In 03 Unterstrich. Das reicht. Großschrift können wir uns, glaube ich, sparen. Ja. Auf jeden Fall 03, damit wir... Das wollte ich schon lange mal machen. Uff. Ja, wie sieht es jetzt aus bei uns im Inventar? Der Anzug ist benannt. Wieso ist denn der auf 2? Warum hat... Ach so. Weil der Helm 1 ist. Ja, Helm, Anzug und Rucksack. Waffen, soweit wir konnten, ist alles umbenannt. Ich weiß nicht, warum wir die Wakizashi nicht umbenennen können. Aber okay. Können wir jetzt los? Ja, wir starten jetzt. Ja, warum die hier alle leer sind, die Gasspeicher, irgendwie funktioniert das nicht. Die sind total über hier. Oh, jetzt würde ich am liebsten da schon wieder gucken, was damit nicht stimmt. Strukturmaterial haben wir so viel jetzt hier schon drin, das ist doch gut. Was da oben drin? Auch Strukturmaterial? Wo landet das Dichtmittel dann? Das sind immer nur 8 Dichtmittel, oder? Ja. Wo landet das denn? Das müsste doch auch irgendwo landen. Hm. Los jetzt. Ja, das nervt mich so ein bisschen, wenn ich daran denke, wir sind unterwegs und dann habe ich im Hinterkopf, irgendwelche Maschinen arbeiten nicht richtig bei uns zu Hause. Dabei könnten die doch in der Zeit, wo wir unterwegs sind, schon längst irgendwas Schönes produzieren. Aber das Wichtigste bekommen wir doch jetzt rein. Strukturmaterial. Und Aluminium. Da können wir Kisten bauen. Ohne Ende ja auch nicht, weil irgendwann ja die... Oh, was ist denn hier? Ja, weil irgendwann das Baulimit erreicht ist. Marika, Emilia.
Wer hat das schon wieder hier voll gemacht? Ach, wir waren einkaufen, ja. Brauchst du etwas? Jetzt sind wir eigentlich noch hier. Ich räume das mal eben noch ein. Wo räumen wir das jetzt ein? Ja, wir bringen das noch einmal ganz kurz nach draußen. Für dich? Echt? Das ist praktisch. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Willst du was geschenkt haben? Ja, zeig doch mal Toxin, wir danke. Wir unterhalten uns später. Ja, vielen Dank. Wir könnten das Schiff auch mal andersrum parken. Sieht zwar schön aus so, aber wir könnten das auch direkt... Oder müssen wir das ganze Ding hier drehen einmal? Dann könnten wir direkt immer runterspringen. Oh. Toller Tag, oder? Es ist so schön. War da jetzt irgendwas bei, was wir hier zuordnen können? Ja, Blei. Aluminium. Och. Für ein, zwei Dinger. Kupfer. Schwerelosdraht, das können wir zuordnen. Titan. Titan können wir zuordnen. Und Wasser? Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Titan und Schwerelosdraht, ja. Ah, Schwerelosdraht. Unten war voll, oder? Warum wird das auch nicht angezeigt hier? Das wäre doch auch kein Ding gewesen, hier eben mal die Masse noch mit anzuzeigen. Also ob die Kiste voll ist oder sowas, das... Mann. Ressource. Schwerelosdraht. Oh. Okay, dann packen wir hier noch was rein. Kann nicht gelagert werden. Ach, dann schmeißen wir es auf den Boden. Aber Blei sollten wir einsortieren. Na, wir sollten alles einsortieren eigentlich. Ja. Ja. Okay, Aluminium scheint ja voll zu sein. Dann legen wir das eben oben drauf. Eisen nicht auch?
Haben wir zwei? Nee, adaptive. Ich dachte schon, wir hätten zwei Lagekisten mit... Ach, hier haben wir ja Eisen. Blei. Ich dachte, wir hätten zwei mit Beryllium. Dichtmittel haben wir auch. Eisen. Darf ich mal? Und Kupfer haben wir auch. Gut. Nickel weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Nickel haben wir auch. Titan haben wir noch. Xenon haben wir, glaube ich, nicht. Titan haben wir. Argon haben wir nicht. Kobalt nicht. Silber haben wir. Nee, Gold war das. Gold. Und Wolfram haben wir auch nicht. Aber wir haben Chlor. Toxin. Ach, oh, das hätten wir woanders hinbringen können. Chlorison, Gold. Neurologikum. Ja, das gehört bestimmt zur Pharmakologie. Schwerelosdraht. Strukturmaterial. Das brauchen wir in dem ersten. Toxin und Ornament. Gut. In dem ersten. Hier kommt Struktur rein, ja. Gut, dann haben wir Chlor. Ach, shit. Toxin. Passt nicht mehr rein. Geht ja auch so. So, Toxin. Ja, passt schon. Und Wasser? Wir gehen mal schlafen eine Stunde. Oh. Ja, okay, dann starten wir in der nächsten Folge durch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und... In dieser Folge haben wir... unser Raumschiff aufgeräumt. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.